Jetzt ist es mir egal, jetzt sollst du mal angreifen. Du hast noch gar nichts gemacht, Eddie. Hier, Mann, Eddie, gibt's doch nicht. So, die Schwäche reicht jetzt eigentlich etwa. Na, jetzt ist Makuhita eh weg. Ja. Armer Eddie. Ja. So, nach Tara. Stimmt, der Anfang war, glaube ich, ein bisschen holprig bei Pokémon Kolosseum. So, wir machen jetzt einfach mal Biss und Items. Ich denke mal, das dürfte jetzt. Oh, Mist. Ich muss Pokébälle kaufen. Also, wenn das auch drin bleibt, dann. Boah. Herausgeht, meine ich. Na also, sehr gut. Und Wingull. Ich glaube, das. Oder Wingall? Wingull? Keine Ahnung. Genau, der Reflektor lässt nach. Ja, wir haben es jetzt verstanden. So, du machst nochmal Biss und du Konfusion. Dann war es das auch schon fast. Jedenfalls haben wir das Pokémon gefangen, was wir haben wollten. Das ist das Hauptziel ja gewesen. Leck mich. Ein KP wieder. Windstoß. Wow. Der Schaden ist ja wirklich putzig. Ja, jetzt ist auch im Grunde egal, wer zuerst trifft. So, das war's für Biker Bob. Aber das Ganze bei Pokémon Kolosseum ist trotzdem etwas sehr seltsam. Es kommt einfach ein Trainer an und klaut mir mein Pokémon. Also ich als Trainer mit einem Krypto-Pokémon, von dem ich nichts weiß, das würde mich ziemlich ankotzen, wenn es dann plötzlich nach dem Kampf weg ist. Okay, du gefällst mir. Ich hätte dir ein Geheimnis verraten. Attacken im Furio-Modus treffen leichter ins Schwarze. Na, überrascht? Wieso haben diese Typen nur solche Pokémon? Ich bin sicher, diese Stadt hat ein düsteres Geheimnis. Alter, du hattest bis vor kurzem selber eins. Ja. Wir gehen mal zum Shop. Und ich hoffe mal, hier gibt's Pokebälle. Leck mich natürlich nicht. Jetzt kann ich wieder zur Wüstenbar zurückgehen, um welche zu kaufen. Na gut. Jabu, geh aus dem Weg. Mann, ey. Immer diese Jabus. So. Ba, ba, bab. Da. Also wie das Motorrad funktioniert, verstehe ich sowieso nicht so ganz. Es hat nur ein Hinterrad und schwebt beim Rest komplett in der Luft. Ja, das wird doch toll. Da, Pokéball. Ach, die sind da unten. Ich dachte, die wären immer ganz oben. Denn dann hätte es auch in Pyritus sein können. Egal, wir kaufen uns erstmal eine Menge. So, es ist zwar einiges an Geld weg, aber wir brauchen diese Bälle. Und sogar einen Premierball haben wir noch gekriegt. Ist doch toll. Ein Premierball, wer nicht weiß, was das ist eigentlich praktisch. Genau wie ein Pokéball, nur dass er anders gefärbt ist und man bekommt den meistens geschenkt, wenn man eine Menge Pokébälle auf einmal kauft. Ja, Premierbälle, die sind eigentlich komplett weiß und haben eine rote Linie, wo sie geöffnet werden. Sehen ganz hübsch aus, nur leider ist es ein bisschen schwer, die Pokémon darin zu fangen, wenn man sie da drin fangen möchte, jedenfalls. So. Jetzt heilen wir davon nochmal die Pokémon und dann können wir schon Lob weitermachen.
Ich nehme jetzt eine halbe Stunde auf und ich habe fast wieder nichts erreicht. Es ist so schlimm, nur weil ich einmal gefailt habe. Jabu, der Pokémon-Meister, wird mich da eh richtig hardcore auslachen für. Und Eddie ebenso. Die wissen jetzt wahrscheinlich, was ich meine. So. Ach so, speichern wäre vielleicht auch mal gar nicht mal so verkehrt. Könnte ja sein, dass meine Wii jetzt mal komplett abschmiert. So, sichern. Ja. Genau, nach jedem Krypto-Pokémon werde ich jetzt sofort speichern gehen. Das ist. Boah. Nein, Quatsch. Mach ich nicht, aber. So. Boah, Jabu, du regst so auf. Da, 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 ba, ba, da, ba, ba, da, ba. So. Willst du dir nicht die Attacken meiner Pokémon ansehen, bevor du weiterreist? Jo. So, so, das ist die richtige Einstellung. Dann mach dich auf etwas gefasst. Ja. Artist Shelly. Ich habe gerade Jelly gelesen. Vati und Knilz. Vati ist das Krypto-Pokémon. Ja, eigentlich, das Spiel ist natürlich logischerweise nicht blind, aber ich habe mir nicht auch nicht alle Pokémon gemerkt. Nur ich habe mir die Anfangskrypto-Pokémon ein bisschen nochmal angeschaut, damit ich so weiß, was auf mich zukommt beim Let's Play. Und da habe ich so die ersten 5-6 Stück gesehen gehabt. Und das war halt unter anderem halt auch Vati jetzt. So, Kryptoschlag auf Knilz. Psyana-Konfusion. War Knilz auch Gift? Pflanze und Gift? Ich weiß es gerade nicht. Weil dann wäre es ja effektiv. Nee, es war nur Pflanze. Na gut. Donnerwelle. Bäh. Paralyse ist nervig. Hä? Na gut, okay. Absorber hat auch seine wunderschöne Animation. So, Kryptoschlag, hopp. Und nochmal. Volltreffer, das hat aber viel abgezogen für einen Volltreffer. Die Attacke war sinnlos. So, okay, Knilz ist weg.